Hallo Ines, grüß dich. So schnell sieht man sich wieder. Ja, schön wieder hier zu sein auf dem tollen Sofa am Hermann-Hollerith-Zentrum. Richtig, um alle abzuholen. Wir haben am Hermann-Hollerith-Zentrum eine Interviewserie gestartet mit Studierenden, um einfach das Ganze recht nah an die Interessenten zu bringen. Und da hatten wir eine Folge mit Ines, die ja seinen sehr spannenden Background ans Licht gebracht hat, und da haben wir uns gedacht, das müssen wir noch mal näher beleuchten. Ja? Sehr gerne, ja. Und Schieß los. somit sind wir hier wieder zusammengekommen. Ines, erzähl uns doch mal ein bisschen noch mal genau aus deinem beruflichen Background, vielleicht beginnend da gerade bei dem Thema Erzieher, wie du das gestartet hast und wie das so lief und warum du jetzt dann auch hier bist, so in die Richtung. Ja, ich will jetzt natürlich nicht so super, super viel ausholen, ja, aber im Grunde genommen, ich habe mich irgendwann in meiner Jugend, was mir halt total wichtig, einen Job zu machen mit Menschen im sozialen Bereich. Und war natürlich auch sehr idealistisch. Ich würde sagen, ich bin immer noch idealistisch, aber damals halt vielleicht doch auf eine andere Art und Weise. Habe mich dann für den Beruf des Erziehers entschieden. Was ich tatsächlich bis heute auch nicht bereut habe, weil da habe ich wirklich sehr viel nicht nur über Kinder und Jugendliche oder wie Gruppen oder Menschen funktionieren, vor allem halt auch sehr viel über mich selber gelernt. Und das ist auch eine Zeit, die ich niemals missen wollen würde, ja. Als ich dann im Beruf angekommen war und ein paar Jahre gearbeitet habe, habe ich aber einfach festgestellt, dass ich Lust habe, einfach auch was Neues zu lernen, auch neue Welten zu entdecken und auch in anderen Kontexten unterwegs zu sein. Und habe mich eben für das Studium Wirtschaftspsychologie entschieden. Habe das dann sozusagen am Wochenende absolviert, berufsbegleitend. Ich würde auch sagen, und da war auch noch die Pandemie dazwischen, das war auch so mit Abstand die härteste Zeit eigentlich, weil 3,5 Jahre kein Wochenende plus Pandemie war schon einfach auch eine schwere Zeit. Und im Studium selber hat sich dann für mich so das Thema digitale Transformation, das kam immer mehr, weil das auch in den klassisch BWL-lastigen Modulen wie Marketing oder auch so Markt- und Werbepsychologie hatten wir da gehabt. Da war das schon immer wieder Thema, dass sich da einfach auch was tut oder auch Organisationspsychologie, ne, dass sich da mit Agilität und mit neuen Technologien, dass da einfach was im Wandel ist. Und da entstand dann mehr oder weniger diese Willensbildung, auch einfach in diese Richtung zu gehen, ja, digitale Transformation. Und die Idee in meinem Kopf war, Mensch, Technologie im Geschäftsumfeld. Ja. Und dann war klar, okay, ich möchte jetzt einen Master machen und möglichst im Bereich IT. Das war die Ausgangssituation. Wahnsinn. Also hört sich für mich unheimlich spannend an. Ja, danke, dass du das nochmal so klar dargestellt hast. Was für mich jetzt noch an der Stelle interessant wäre, oder welchen Gedanken ich während deiner Erzählung ehrlich gesagt auch hatte, so ein bisschen das Thema Grundlagen, ich sage jetzt mal Erzieher, also Ausbildung, Wirtschaftspsychologie. Natürlich, du hast es angesprochen, auch in Marketingfächern mittlerweile BWL, digitale Transformation ist überall Thema. Aber jetzt im Hinblick auch auf die IT-lastigen Themen, die hier in diesem Masterstudiengang natürlich auch eine Rolle spielen, hattest du da irgendwelche Bedenken oder war das für dich alles so weit in Ordnung? Ja, absolut, absolut. Also ich habe immer wieder Bedenken gehabt, gerade man denkt dann immer an Programmieren oder ganz viel Technik und ganz viel Software und Programme und so, ne? Und man selber ist irgendwie nur, man hat halt LinkedIn und Word und PowerPoint und so, ne? Und dann denkt man dann schon so, boah, schaffst du das irgendwie, ne? Und die Bedenken habe ich definitiv gehabt. Und ich verstehe das absolut, wenn Menschen die Bedenken haben. Aber ich möchte hier auch wirklich nochmal jeden ermutigen, der einfach Bock hat, an dieser gewaltigen Transformation zu partizipieren, der Bock hat, Innovation zu betreiben oder auch im Nabel der Innovation zu sein, einfach sich dem Thema vielleicht gegenüber zu öffnen. Und man kann ja auch mal reinschnuppern oder mal so ein bisschen auf YouTube gucken oder mit Studenten reden, die so einen Studiengang machen. Und klar, man muss die Entscheidung für sich selber treffen. Und natürlich, es gibt stellenweise Phasen, wo man merkt, okay, ich muss gerade die Extrameile gehen. Da will ich jetzt auch gar nicht irgendwie alles rot und rosa malen, ja. Man muss hin und wieder auch die Extrameile gehen, wenn man Quereinsteiger ist. Man muss sich auch im Unternehmen behaupten, weil da sind nicht nur Menschen, die sagen, Interdisziplinarität ist voll toll und
Multikulti und divers und so, das ist sicherlich gut, dass diese Themen gerade immer mehr an Wichtigkeit gewinnen, aber das heißt nicht, dass das in jedem Unternehmen vollständig so gelebt wird. Also da muss man sich dann auch durchboxen, ja. Und das gehört natürlich auch zur Wahrheit. Aber ich nochmal, also ich will jeden ermutigen, geht den Schritt, versucht es und ich bin mir sicher, dass es auch bei den meisten sehr gut klappen wird. Okay, ja. Also würde zusammenfassend am Schluss stehen, es war für dich die richtige Entscheidung und man bekommt das Studium auch ohne jegliche IT-Background oder ohne jeglichen IT-Background hin, muss aber an der einen oder anderen Stelle eventuell im Gegensatz zu Leuten, die vielleicht auch schon aus der Disziplin Informatik kommen, die Extrameile gehen. Ja, absolut. Du hast das sehr gut zusammengefasst. Super. Nicht zu ergänzen. Das freut mich. Dann, Enes, erneut vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Wir bedanken uns recht herzlich. Danke.